Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten von den Invasionen aus dem Schlund und zwar im Speziellen machen wir heute mal die Kriegskasse der wilden Jagd auf. Dort kann ein schickes Mount drin sein und ja, ich hoffe, dass ich das diesmal rausziehe. Insgesamt 10 Kisten wollen wir wieder aufmachen und hier übrigens die Invasion Nachtfee-Angriff, also da könnt ihr euch das Ganze erspielen. So, jetzt schauen wir mal, ob ich ein wenig Glück Cup, Kiste Nummer 1, gibt mir reine Hose, die sogar tatsächlich besser ist. Ja gut, die können wir sogar anziehen. Mount hätte ich aber lieber gehabt, sage ich euch ganz ehrlich. Dann swappen wir mal weiter. Was macht denn hier dieser nackte Elf auf der Treppe? Okay, den ignorieren wir jetzt. Wir haben eine Mission und zwar heißt die Mission Mount. Kiste Nummer 2. Warte mal, was ist das hier? Ach, das ist so eine Nightfee, so eine Nightfee-Gestalt. Ja gut, okay. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt auf dem Zwing, hätte ich lieber auf dem Main, aber ist okay. So, weiter zu den nächsten Kisten. Wo haben wir denn hier die Kiste? Hier unten. Kiste Nummer 3. Seelenglut, Stygia und ein Conduit. Okay, nicht das, was ich haben will. Dann schauen wir mal hier, Nummer 4, ein kosmetisches Item, was ich schon hatte, okay, das bringt uns auch nicht weiter. So, da la, und weiter geht's. Jetzt schauen wir mal, der Char hat unaufgeräumte Taschen, hier haben wir Kiste, was für haben wir aufgemacht, Nummer 5? Ach, come on, was habe ich jetzt zweimal dasselbe Conduit bekommen? Und einen Dolch, aber ich habe, glaube ich, eine Zweihandwaffe an, oder, wie mit allen Chars. Ja gut, eine Schildhand habe ich keine, also das sieht schon mal schlecht aus. Können wir mit dem schon mal wieder ausloggen? Wo haben wir denn den anderen? Hier. Das müsste Nummer 6 sein. Einen Umhang und 2 Conduits haben wir drin. Okay, Umhang. Das gibt's doch nicht, oder? Schaut euch mal an, ich habe immer die Sachen angelegt, die ich bekommen habe, ne? 1, 2, 3 Teile. Habe ich jetzt wahrscheinlich aus irgendwelchen Kisten gekriegt. Und dreimal insgesamt den Umhang. Also das kann ja schon fast kein Zufall mehr sein. Vor allem immer dieselben Stats, ne? Crit-Tempo, Crit-Tempo, Crit-Tempo. Vogelwild. Gut, jetzt schauen wir hier mal. Nummer 7 müsste das sein. Ein Brust-Item haben wir gekriegt. Ja, 7 Item-Level höher. Man kann es vielleicht upgraden. Ziehen wir es mal an. Eventuell mal gucken. Dann switchen wir mal hier auf den Char. Küste. Ah, Nummer 8. Auch ein Brust-Item. Interessant. Selbe Thematik. Ist es das gleiche? Mastery Tempo? Also irgendwie, manchmal scheint es schon komisch zu sein, ne? Ich glaube, ich habe auch... Ja. Ich mache ja immer parallel mit 2 Chars, die... Quests, beziehungsweise die Sachen für die Kiste, ne? Also diese Invasion. Und die bekommen eigentlich dann, wenn der Boss am Ende stirbt, gleichzeitig die Kiste. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen, ne? Wann man die Sachen bekommt. Naja, mal gucken. Eine Char-Kombi haben wir noch. Schauen wir mal, ob wir da noch Glück haben. Gut, dann gucken wir mal. Die letzten 2 Kisten, wo haben wir sie? Hier unten, Kiste Nummer 9. Warum, ich habe das Pad nochmal gekriegt. Ich dachte, was ist das? Einmal das Pad, das habe ich schon. Ja gut, dann wird es jetzt Zeit für das Mount. Und zwar sehen wir das, wo ist die Kiste? Jetzt? Oder auch nicht? Ach man, ich habe wieder 10 Kisten aufgemacht und wieder kein Mount drin. Was ist denn mit dir, Blizzard? Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt hiervon schon? Da oben sagt mir mein Addon 16 und 16. Heu. Habe ich mal irgendwelche unabhängig vom Video aufgemacht? Das wären ja dann 32, ne? Habe ich mal 2 so aufgemacht? I don't know. Oder das hat nicht von Anfang an mitgezählt. Das kann natürlich auch sein. Und ich habe schon ein paar mehr aufgemacht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Gut, ja, dann heißt es für mich wieder ein paar Kisten farmen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Opening Video und 10 Kisten zum Öffnen. Und ja, bis dahin, euer Chilla. Ciao.